Es wird in diesem Jahr eine andere Trooping the Color Parade sein, denn Prinzessin Kate kann aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht daran teilnehmen. Wegen ihrer Krebserkrankung zieht sie sich derzeit aus der Öffentlichkeit zurück. Ihr zu Ehren blicken wir deshalb auf die schönsten Momente, die Kate in der Vergangenheit bei der Militärparade erlebte. Ihre Premiere gab sie 2011 als frisch ernannte Herzogin von Cambridge, wenige Wochen nach der Hochzeit mit Prinz William. Auffallend bei ihrem Look ist der dominante Eyeliner, auf den sie heute verzichtet. Ein Jahr später zeigt sie sich in einem hellgrauen Etui-Kleid und auffälligem Fascinator. Auf dem Palastbalkon witzelt sie mit Lady Louise Windsor, der Tochter von Prinz Edward. Einer der einprägsamsten Momente ist ein Jahr später, als Kate in einem pastellrosa Look mit ihrem süßen Babybauch den Balkon betritt. In ihrem Bauch trägt sie den künftigen König Großbritanniens. 2015 ist er dann die Hauptperson, der kleine Prinz George. Auf dem Arm seines Papas, Prinz William, winkt er dem Volk entgegen. Mama Kate ist sichtlich stolz. 2016 hat sich der Familienkreis erneut erweitert. Die kleine Prinzessin Charlotte beobachtet in Mamas Armen freudig das Spektakel. In ihrem hellgelben Look sieht die heutige Prinzessin umwerfend aus. Diese Farbe wählt im Jahr darauf Camilla. Doch mit dem Eyecatcher des Mama-Tochter-Duos kann sie nicht mithalten. Kate und Töchterchen Charlotte begeistern in Pink. 2018 bezaubert Kate in einem babyblauen Kleid, wenige Wochen nach der Geburt von Kind Nummer 3, Prinz Louis. Noch in einer anderen Hinsicht sind 2018 und 2019 besondere Jahre, denn hier teilt sich Kate das Rampenlicht mit Schwägerin Meghan. Etwas, das nicht von Dauer ist. In den beiden folgenden Jahren muss die Parade wegen der Corona-Pandemie ausfallen, umso schöner das Comeback im Jahr 2022. Zum 70. Thronjubiläum der Queen darf Kate direkt neben dem Oberhaupt der Windsors stehen. Eine Ehre und Zeichen der Wertschätzung. Kate ist die Rührung ins Gesicht geschrieben. Wenige Monate später stirbt Queen Elizabeth. Dennoch ist die britische Königsfamilie mutig und hoffnungsvoll, Eigenschaften, die Kate mit ihrem grünen Look 2023 symbolisiert. Es ist ihr erstes Trooping als Prinzessin von Wales. Und auch wenn Kate aufgrund ihrer Krebserkrankung im Jahr 2024 erstmals nicht dabei sein kann, bleibt sie die Hoffnung darauf, dass sie wieder gesund wird.